Herzlich willkommen zu Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV hier im Studio. Das ist das erste Studio, wo man wirklich auch reingehen kann, weil wir ein Copyhaus haben und ein Medienhaus und jetzt hier an der A40 Richtung Dortmund, Richtung Venlo, Ausfahrt, unsere Lounge haben, unsere Star Wars Lounge. Die Star Wars Lounge haben wir eingerichtet, weil ja jetzt alle 6 Monate sozusagen ein Film kommt. Und in diesem Modus Krieg der Sterne, Star Wars, kann man wunderbar auf die momentane Situation einen wunderbaren Gimmick machen. Ob ich diesen Gimmick jetzt mache, ist natürlich noch ein bisschen fragwürdig, weil da noch einiges gemacht werden müsste, um diesen Gimmick auf den Weg zu bringen. So richtig Star Wars mäßig, wenn ihr versteht, was ich meine. Bleibt mal ruhig dran. Ich habe wirklich vor, da mal so einen richtig tollen Auftritt auf den Weg zu bringen, so richtig mal den Lauten zu machen. Aus Sicherheitsgründen mache ich jetzt vorab einen sogenannten Check, weil wir ja nun mal ein YouTube-Kanal sind. Und wenn dann so eine Show gemacht wird, sollte man vorher sagen, hey Leute, was jetzt kommt, ist die Show und haltet euch mal fest. So eben entschieden, die Telekom ist es nicht wert, darüber ein Video zu machen. Die Telekom ist es nicht wert, sich aufzuregen. Die Telekom ist überhaupt nicht wert, irgendwie beachtet zu werden. Weder positiv, weder negativ. Wer sich mit der Telekom einlässt, hat irgendwann seinen Spaß. Wir hatten unseren Spaß nach 40 Jahren. Dann kam die Kündigung, tut uns leid, wir kündigen unseren Kunden. Sie können ja weiterhin bei uns bleiben oder Sie können einen anderen nehmen. Haben so einige Kunden in Ihrem Postfach gehabt. Ja, auch wir, weil wir so eine uralte Leitung haben von 60 Jahren, haben wir gesagt, okay, es freut uns, wir kriegen digital. Haha. Weder Glasfaser, weder hohe Geschwindigkeit, weder noch. Wir haben 100% Ärger mit der Telekom, beziehungsweise wir sind 100% verärgert durch die Telekom. Am 12.04.2017 verstarb die Mutter. Am 12.04.2017 verstarb die Mutter. Am 24.04.2017 wurde sie somit beerdigt. Was das bedeutet, warum ich das erwähne, was hat das mit der Telekom zu tun? Richtig. Wenn man ein Konto hat und dann verstirbt, bleibt das Konto zu. Dann kann man da nicht abheben, versteht sich. Also ist man ja nett. Dann schreibt der Telekom, liebe Telekom, du darfst jetzt von einem anderen Konto abziehen, weil dieses Konto wegen Versterbung nicht funktioniert. Was machen die? Sie sind stur. Sie versuchen dort abzuheben, obwohl sie in Kenntnis sind, dass sie eine neue ab da abbuchen mögen. Ist auch genug Geld drauf, kein Thema. Nein, sind stur. Also, kriegt man dann den ersten Zettel, ist okay, sagt ja keiner was, dann zahlt man diese 83,22 €, man zahlt also 3 Euro mehr, ist ja klar, die denken sich ja was dabei. Ne? Wir haben Kunden hier, die sind natürlich schlauer und zahlen schon mal selbst ein, überschreiben und schicken. Tja, auch die haben Ärger, denn sie kriegen eine Mahnung, obwohl sie bezahlt haben. Tja, deswegen wollte ich eine wahnsinnsböse, satirische, knallharte, nach Star Wars Art Captain Rex loslegen. So richtig als Captain Rex, aber wisst ihr, wenn man Feierabend hat nach 10 Stunden, wenn man früh morgens sich dann angehört hat, weil Fernsehen, Telefon, Internet nicht geht, man steht im Dunkeln da. Hurra! Das passierte nicht nur uns, das passierte nicht nur mir, das passierte halt auch anderen. Andere sind noch viel schlimmer dran. Die haben nämlich das Blaue, das 1 und 1. Und dem 1 und 1, die haben schon seit 3 Tagen kein Telefon, kein Internet
und auch kein Fernsehen. Tja, Multimedia, wie heißen die? Unity Media, das ist noch viel, viel schlimmer. Das war schon sehr oft. So, wer sich mit der Telekom einlässt, hat hin und wieder mal Pixelgrafik, stehende Bilder und. Ja, man drückt natürlich zigmal auf den Router, man versucht den Router zigmal hochzufahren. Und wie in unserem Fall halt, wurde er geschossen sozusagen. Am 18.09.2017 hat die Telekom unseren alten Router einfach geschossen. Ping-Pang. Natürlich hat man angerufen, sich beschwert, aber naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Durch den ganzen Hickhack. Man ist freundlich. Guten Tag. Sind Sie so nett und buchen da ab? Nicht mehr da? Durch diese Freundlichkeit haben wir jetzt einen Ärger von 249 Euro, die wir angeblich nicht bezahlt hätten und so weiter. Am 3.6. ist man hingegangen und hat alles neu gemacht, weil wenn schon Änderungen, kann man da auch direkt hingehen. Ja, wir gehen hier ins Rhein-Ruhr-Zentrum, gemütlich da in der kleinen Ecke gegenüber von Karstadt, gehen wir dann da rein und machen das klar. Die junge Frau macht dort, die tippt sich da an heißen, man muss da auch seinen Ausweis vorlegen, dann ist das doch okay. Ja, dann geht man da hin und kauft, ne, alles hier so. Hi, Grüße. Was da seid. Ja, dann machen wir. So, hatten wir noch gerade Fototermin und den haben wir jetzt durch. Ja, worauf wollte ich hinaus? Genau. Ich habe einfach kein Interesse, den Telekom zu sagen, dass sie nicht können. Ja, die können nicht mal. Es lohnt sich nicht, weil 1 und 1 ist ja noch schlimmer. Was ich heute alles gehört habe über 1 und 1. Ach du meine Güte. Seit 2 Tagen ist da ja tote Hose. Ja, haben angeblich eine Störung. Egal, Fokus hat berichtet, Stern hat berichtet. Gebt bitte bei Telekom ein, also Störung, dann geht es richtig zur Sache. Also der WDR hat schon darüber berichtet, sachlich, fachlich, und der Fokus hat auch darüber berichtet. Geht einfach bei fokus.de und gebt das auch ein, Ärger mit der Telekom, und dann bekommt ihr alles. Ob ich wirklich mal so einen super tollen Krieg der Sterne, Krieg gegen das imperiale Universum Telekom antreten werde, weiß ich noch nicht. So richtig Lust habe ich gar keine mehr. Ich habe gerade mich auch hier unterhalten. Das war eine schöne Unterhaltung. Wie gesagt, bin auch gerade noch im Session-Modus. Gerade noch, deswegen ist die Tür halt vom Studio noch ein bisschen auf. Wir hatten noch ein bisschen Fototermin. Und ja, Telekom. Ich meine, man ist natürlich sauer, wenn man darauf angewiesen ist als Firma. Und wenn die Telekom bei der Firma Ärger machen, kann man darüber gar nicht lachen. Man kann nicht lachen, aber man kann die 1&1-Gesellschaft leider nicht in eine Firma integrieren. Das klappt irgendwie nicht. Man muss schon beim Anbieter bleiben. Das Problem ist halt nur, dass man einfach nicht das bekommt, was man gerne haben möchte. Glasfaser. Ich hätte gerne eine Glasfaserleitung von der Kupferstrippe, die aus dem Keller kommt, nach hier hin und gut ist. Ja? Und dann auch gut verarbeitet und nicht so kaputt, wie die es hinterlassen haben. Dafür 133 Euro ist unverschämt, weil wenn man 40 Jahre dabei ist und wenn man das angemeldet hat, also man bleibt treu beim Kunden, heute wissen die das, also heute wissen die durch die neuartige Technik, wenn man hier aufsteht, die Telekom-Anlage abmacht, irgendwo anders hingeht, dort ein Geschäft eröffnet, die Dose hineinsteckt, beziehungsweise den Stecker in die Dose steckt, wissen die, aha, Ultra HD, Web TV, Sondersender, NRW TV ist Stellungswechsel woanders. Ja, so ist das heute, so funktioniert Telekom. Wer das nicht möchte, muss es selbst umprogrammieren, damit der Urzustand der Nichterkennung stattfindet. So, hat man Lust dazu? Nö. Ich sehe gerade eine wunderschöne Frau. Dann schauen wir lieber die wunderschöne Frau an und das beruhigt mich dann. Ja, mit dieser wunderschönen Frau werde ich mich auch gleich unterhalten. Und nach der Unterhaltung geht es mir sicherlich noch besser. Ja, also wie gesagt, regen wir uns nicht auf. Also Telekom. Telekom kann es nicht, was sie da anbieten. Da habe ich noch nie gekonnt. 95 nach der CeBIT musste man, also wer arbeiten wollte, so wie wir arbeiten wollten, mit AOL arbeiten, sonst hätte das gar nicht hingehauen.
Dann kam ja Unity, so eine Art Mediengesellschaft, die hieß aber nicht Unity. Mit der konnte man auch arbeiten. Und dann kam web.de, kennt ihr ja, web.de. Die hatten undu.de Community. War eine wunderbare soziale Geschichte. Dann gab es auch noch andere. Kiwego, Dailymotion, Sevenload und all solche Sachen. Ich habe heute eine nette Geschichte von Hannelore Kraft wieder gehört. Auf dem Weg wird Hannelore Kraft begrüßt. Ob die jetzt weitermacht bei Sevenload, natürlich nicht. YouTube vielleicht, weiß ich nicht. Bei Sevenload gibt es nämlich auch nicht mehr. MyFish ist ja auch nicht mehr das, was wir früher da gemacht haben. MyVideo auch nicht, ist auch nicht mehr das, was wir früher gemacht haben. UPROM TV, Dubis TV, Astra Digital 98,5 Ost, könnt ihr nur noch den Namen lesen, da kommt nichts mehr. Wir senden auch dort nicht mehr, auch nicht wegen der Telekom. Nicht wegen der Telekom, aber wir überlegen uns gerade, diese digitale Technik, die auf uns zukommt, ist eine digitale Droge. Früher nahm man LSD, um bekloppt zu werden. Heute muss man digital reinpfeifen. Schon ist man auch bekloppt. So oder so. Viele haben natürlich mir heute gestanden, dass sie diese drei Buchstaben da wählen wollen. Sollen sie machen? Ich weiß es nicht. Ich tue es nicht. Warum auch? Ja, wenn diese drei Buchstaben da reinkommen, wenn diese drei Buchstaben da AfD da den Kardames machen werden, ab 25. aufwärts, wenn von 564 die Stühle auf 705 erhöht werden, meine lieben Freunde, 4 Milliarden kostet unser Spektakel, was die uns da belügen. Sie belügen uns für 4 Milliarden, ist auch schön. Na, für 4 Milliarden belügen uns die Schauspieler, die imperialen Truppen, ne, so ungefähr sollte die Sendung loswerden. Ich als Captain Rex wollte dann so... die imperialen Truppen der Telekom und so weiter. Ihr seid Deutschland, ihr habt es aufgebaut, eure Eltern haben im Graben gelegen und so weiter und so fort. Hätte man so als Imperialer loslegen können, hatte ich echt Bock drauf. Ich habe ein wunderbares Skript geschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich das durchziehe. Mal schauen. Das ist viel Arbeit. Ne? Man muss das aufbauen, dann screenen und dann muss man die Geschichte und dann muss man als Captain Rex in Uniform, dann muss man auch alles anziehen. Da so loslegen und die richtig zusammen. Auf eine Art kann man das jetzt auch hier im Sitzen machen. 1417 lagen eure Großeltern im Graben und haben geschwitzt. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Und 3345 eure Eltern. Und wir alle nach 48, 15 Jahre nach D-Day geboren, sind Adenauer-Kinder und sind in der Adenauer-Zeit groß geworden und haben an sich mit dem ganzen 1417, 1418, 33, 45 gar nichts am Hut. Da haben wir gar nichts gemacht. Keiner von uns. Und wenn man sich das website-mäßig da so anschaut, wow, wow, wow. Euer Captain Rex hat wirklich, naja, Schwamm drüber. Ich mache lieber Werbung. Ich mache lieber Werbung für den YouTube-Kanal UltraHD Web TV und bei Facebook 100% Star Wars Begeisterte. Das macht viel mehr Sinn, das macht viel mehr Spaß. Nur wenn ich meine lieben Kunden so höre, oh nee, das sind doch so wunderbare Figuren, du hast das, oh, das Schaufenster sieht ja so klasse aus, oh Mann, 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 Mann. Ja, es liegt am Geld, ist klar. Ist klar. Nur jetzt im Moment muss ich das Schaufenster wieder entstarbosiminieren, also das Star Wars musste raus, weil die Hitze kam. Der Spätsommer. Und sobald hier Sonne drauf strahlt auf diese Scheibe, 3x3 Meter, entwickelt dort eine Wärme, dass die Figuren doch beschädigt würden. Dafür sind sie mir doch ein bisschen zu teuer. Ja, dann habe ich sie jetzt hier wieder in der Lounge verteilt. Also mit den nächsten Dreharbeiten könnt ihr die Figuren dann wieder sehen. Wir haben auch gerade philosophiert, was man hier vielleicht noch reinpacken kann. Also hier ist der YouTube-Kanal, UltraHD Web TV. Hier könnt ihr aber auch selber, wenn ihr Lust habt, selber, also wenn ihr selber Ideen habt, aber das Equipment nicht. Also ihr habt den Green Room nicht, ihr habt diese Kameras nicht, Trickkameras, ihr habt diese Schneide nicht. Dann könnten wir, ja, deswegen gibt es uns, das klebt ja auch ganz groß an der Scheibe, YouTube-Kanal, du bist TV, du hast Lust, du möchtest, du bist erstklassiger Musiker, du bist erstklassiger Schauspieler oder du möchtest werden. Ja, wir bringen dich dann in diesen Kanal und bringen dich raus. Auch hier können die Leute dann in dem Kanal sich das anschauen. Wir können es also auch im Notfall weiterleiten zu den richtigen Fernsehanstalten. Wir haben also Drehorte, wo gedreht werden kann.
Du bist Musiker, du bist Maler, du bist Künstler, wie die anderen Künstler, die ich vorgestellt habe, die ich sehr gerne vorgestellt habe. Ich werde sicherlich irgendwann bald wieder eine neue Sendung machen. Ja, im Moment ist mal ein bisschen knatschig hier. Schön, dass sie da sind und die behaupten dann irgendetwas, was gar nicht stimmen kann. Aber sie behaupten es und eine Behauptung ist nun mal nicht Realität. Kann man nicht ändern. Ich reg mich einfach nicht auf. Ich reg mich doch nicht auf. Also diese imperialen Truppen da. Wisst ihr, wir sind Deutschland. Wir sind Ufa. Wir sind Bavaria. Wir sind Deutschland. Wir können Film machen. Tun es aber nicht, weil das Geld fehlt. Weder Ufa ist so groß geworden wie andere. Orion, wir hatten Perry Roden, auch das ist nicht das geworden. Ja, 100 Jahre Ufa, tolle Filme, tolle Kinofilme, tolle Schauspieler. Bavaria, hört man auch kaum was von Bavaria Film, aber Bavaria Film war auch eine tolle Klasse. Ja, Filmpool ist klar, mittlerweile machen die fett Werbung. Für RTL und Co. machen die ja die Sendung, Blaulichtreport und diversen Achtung, Kontrolle. Ich möchte auf diesem Weg nur sagen, alle, die jetzt diesen Videoclub sehen, da wir ja nun mal auch selber Filme und Foto machen sind, den mit dem Western habe ich nicht vergessen. Ich komme drauf, ich schreibe. Ich schreibe wegen dem Western. Die junge Dame weiß Bescheid, die sieht ja sich auch diese Videoclips an, damit sie weiß, dass letztens, wo wir uns wirklich aufgeregt haben über die Telekom, mit dem Videoclip, also an alle Kunden, also sobald Telekom bei euch da, ne, ihr habt Klötzchenbildung und so weiter, nicht dauernd zum Receiver rennen, nicht dauernd zu euren Router rennen, weil da geht irgendwann dann kaputt, weil die spielen da Software auf, Impulse und so weiter und so fort. Bei uns haben sie den 723V geschrottet, ja, den haben sie kaputt gemacht. Das jetzt zu beweisen, habe ich jetzt auch keine Lust drauf, aber es ist Tatsache. Sie haben uns einen Riesenschaden verursacht, ja, sie haben einen Riesenschaden verursacht von 169 Euro, weil nichts geht, nichts funktioniert, wir mussten ja neu kaufen. Aber egal, für die Firma braucht man immer Ersatz, für einen Fall der Notfälle oder wenn wir eine Zweitfiliale aufmachen, kommt der dann da rein. Für zu Hause muss ich mir wirklich überlegen, für zu Hause es zu streichen, hätte ich auf einen Schlag 960 Euro gespart. Aber ich bin so, ja, ich sehe gerne meine Filme. Ich muss mal gucken, ob ich die vielleicht über Astra Digital empfangen kann, mit einer diversen Karte. Ich sehe sehr gerne Disney XD, wenn Star Wars läuft, ist klar. Es dauert halt ein bisschen länger, bis Disney Channel läuft, Star Wars. Bei Togo Plus läuft Star Wars. Bei Sci-Fi läuft Star Wars. Und natürlich eigenständige Filme machen. Bei YouTube, durch die allerneueste Google-Technik, kann man das ganze Jahr streamen auf seinen Fernseher. Das macht so viel Spaß, ja. Dann programmiert man sich das vor. Genau, man programmiert sich das vor und dann kann man loslegen. Ja. 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 Ne, mach jetzt Feuer. Ja. Ja, an sich habe ich ja schon gewunken, weil ich ja am hatte Gespräch. Nach dem Gespräch bei euch dann auch immer so eine Frage, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich habe viele Updates bekommen, vielleicht könnt ihr mir das ja unten drunter schreiben, hat Ihnen die Qualität der Sprache gefallen und so weiter. Mein Handy, das ist jetzt kein Scherz, weiß, wo ich bin und irgendwann geht das dann und es fragt mich, wie, warst du zufrieden mit Kodi? Warst du zufrieden mit Woolworth? Warst du zufrieden mit Aral? Warst du zufrieden mit Rhein-Ruhr-Zentrum? Also das Handy, ich meine, ich mache das GPS immer aus.
Aber trotzdem, irgendwie geht dann automatisiert an. Also ich gehe mit meinem Handy irgendwo hin, hab's nicht, ich meine, ich habe mein Handy bei. Du warst in der Sparkasse, da und da. Wie hast du, kann man da parken? Ja genau, kann man da parken? Behindertengerecht? Hammer. Was er alles für Fragen gestellt hat, keine Ahnung. Ich hatte gestern auch durch Zufall einen Anruf, 0228, ich warne euch davor, nicht zurückwählen. Das ist eine ganz raffinierte Kiste, also das Telefon geht an, dann kommt eine Nummer, guckt mal drauf. Und wenn ich nicht auf jemanden gewartet hätte, den ich nicht so kannte, hätte ich nicht angerufen. Aber dadurch bin ich ja jetzt gescheit und weiß, aha, ich habe da jemanden erwischt, ein Turmband. Ein Turmband, was von mir was wollte. Ja, was? Weiß ich nicht. Ich habe mich sofort eingehängt, klar. So, meine Freunde, noch einmal. 100% Star Wars begeistert bei Facebook. Euer Admin begrüßt euch. Dann bei der Star Wars Launch. Dann, wie gesagt, haben wir hier ausgefallene Figuren. Ich habe auch gerade noch gehört, du hast so tolle Sachen. Das ist so teuer. Ich komme ungern bei dir rein, weil du so tolle Sachen hast. Natürlich schade, wenn ich sowas höre. Ihr könnt doch hier reinkommen. Ihr werdet doch nicht gezwungen, das zu kaufen. Ihr könnt es doch euch auch anschauen. Gut. Erstklassige Fans, Sammler, verstehe ich sehr gut. Also ich verstehe sehr gut. Ich kenne es ja von mir. Meine Güte, wenn ich in so einen Laden gehe und... Oh, ne? Hammer. Ich erwisch mich, ich kaufe. Ich hatte letzte Woche auch wieder für 100 Euro. Ich kam nach Hause. Musste das sein? Boah, ja. Ich habe also auch den Luke Skywalker Episode 8 schon oben hängen. Ne? Luke Skywalker hängt schon da oben. 6 Inch. Ja. Und ja, sieht gut aus. Mal gucken, vielleicht bekomme ich ja auch irgendwann mal in groß. So, ich möchte nur einmal im Monat eine Figur kaufen, nicht andauernd. Und ich meine, es wächst, wenn man jede. Also momentan habe ich jede Woche eine Figur gekauft und ausgestellt. Das ist ja eine Ausstellung, steht ja auch überall. Ich freue mich schon auf E8, hier die Figuren auszustellen. Ich freue mich schon auf E8, um auch die großen Figuren auszustellen, Kylo Ren und so. Ja, mal schauen. Okay, jetzt mache ich aber wirklich winke, winke. Ist ruhig, ich schaue da nochmal hin. Ich habe mich gerade nochmal mit dem Schauspieler unterhalten. Ich habe gesagt, ich kann auch gerne für dich das machen. Ist überhaupt kein Thema. Und aber er ist mehr in Schwerte. Dann lohnt sich das nicht. Wenn ich hier Werbung mache, er ist mehr in Schwerte und naja. Alles klar. Okay. Was habe ich ihm jetzt? Ne? Er ist ein erstklassiger Darsteller. Einer Horrorgeschichte. Er mag Horror. Ist ein toller Schauspieler. Ne? Hätte ich gerne gemacht. Ja, also mir ist aufgefallen, dass hier, ich hatte hier, wie wir Stromberg, also wie wir mit Stromberg gearbeitet haben, hatten wir ja sehr viele Leute hier, auch sehr viele hier aus Essen. Die sind, glaube ich, alle jetzt zurück ins Sauerland gezogen und somit sind die halt nicht mehr da. Ich weiß auch gar nicht, ob sie ihre Bühnenstücke noch machen. Wir hatten hier eine wunderbare Bühnengeschichte mit Onkel Reinhold, aber da hatten die dann sich auch in der Wolle. Der letzte Bulle wurde auch hier gedreht. Gibt es ja auch nicht mehr die Sendung. Held ist wieder da, aber es ist ja eine Sendung in Bochum, nicht hier. Die Stadt Essen ist ein bisschen mager. Es ist ein bisschen mager geworden hier in dieser Stadt. Viele Schauspieler kommen ja aus Köln und die, ja, kannst du nie nach Köln kommen und so. Nee, ich bleibe bei meinen Kunden, meine lieben Kunden, ich bleibe, ich ziehe es durch. Dann ist das eben ein bisschen mager, das Ganze. Heute war auch ein ziemlich ruhiger Tag. Ich war zwar am Skript schreiben für die Geschichte, aber ich weiß nicht, sich aufregen bei der Telekom. Ich habe wirklich an alle Kunden, ich verstehe euren Zorn, besonders bei 1&1, vor allen Dingen Unity Media. Und wie, also sagen wir mal so, alle Anbieter, alle Digitalanbieter können das irgendwie nicht, weil die ja gar nicht die Arbeit sehen. Die sehen ja nur euer Geld. Und ich weiß ja berufstechnisch, dass die Leute ja nur den Wechsel haben wollen. Indem man wechselt, ob da bei Stromanbieter sind
oder halt bei diesen digital gesteuerten Fernsehen und so weiter, die wollen ja immer, dass ihr wechselt, wechselt, wechselt. Und durch diesen Wechsel verdienen die ein bisschen mehr, wie? Die mögen, also sobald man gewechselt hat, sind sie verdammt freundlich zu einem. Ja? Schön, dass sie da sind. Ja? Also ich bin also gekündigt worden am 10.10.2017 und habe dann gesagt, hey Leute, das ist eine Firma, das geht so nicht. Dann haben die das am 3.6. dann behoben, also am 3.6. bin ich Kunde geworden. Dann bin ich abends zum Rhein-Ruhr-Zentrum, bin dort auch Kunde für privat geworden und habe dann natürlich nur Ärger gehabt, aber richtigen Ärger. Und irgendwann, wenn ich Lust und Laune und richtig Zeit habe, werde ich wohl diesen Captain Rex, die imperialen Truppen, und dann werde ich richtig loslegen. Ihr seid Deutschland, hört auf zu hassen, denkt an euch, ihr wart eine Nation, wir sind Dichter und Denker. Ja? Unsere Väter und Großväter lagen im Graben, haben sich beschossen gegenseitig, wurden beschossen und so weiter. Und jeder von uns ist nach 48, nach 49 groß geworden. Und wir sollten bitte, bitte daran denken, dass wir jetzt 75 Jahre Frieden haben, dass wir so viel Spaß haben, dass wir so viel Spaß verbreiten können, dass wir jetzt YouTuber werden können, Self-Darsteller werden können. Ja, euch Self-Darsteller, eure Selfies. Ich habe vorhin auch wieder so ein Instagram-Special da gesehen von einer ziemlich, ja, berühmt, wer ist da berühmt? Irgend so ein Z-Promi, aber ihr hättet die sofort gekannt. Mal gucken, vielleicht ist sie ja noch auf Sendung. Aber ich kenne die Dame nicht. Das sind die Instagram-Stars, die ich natürlich nicht verstehe. Das ist Jenny, ein erstklassiges Model aus Portugal, die ist spitze, die ist gut unterwegs. Hier wird auch so ein. Ja. Wen haben wir denn da? Keine Ahnung, wo die rumlaufen. Irgendwo in der Disco oder was? Das sind halt die Internetkünstler. Ich könnte jetzt auch live machen, Live-Session, weiß nicht, ob ich das sollte. Ich sage ihr nur die Antwort hier. Natürlich, so eine richtig schöne Satire-Sendung hätte ich Lust drauf, aber eine richtige Satire-Sendung. Mit allem drum und dran, aber wie gesagt, das klappt alles nicht so. So, ich mache jetzt aber dicht hier. Ich reg mich nicht mehr auf, vielleicht doch. Vielleicht reg ich mich ja doch noch auf und dann geht's richtig zur Sache. Mal gucken. Vielleicht mache ich euch eine erstklassige Show als Captain Rex und knöpfe mir mal die Telekom vor als imperiale Truppen. Als Darth Vader. Denkt dran, ich bin Captain Rex, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, sind meine Befehlshaber. Und ich als Captain Rex, als Clone Creator, habe mir natürlich den Chip entfernen lassen. Somit bin ich jetzt frei. Und als freier Captain Rex unterstehe ich nicht mehr Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, und Yoda, nein, ich bin frei und sage jedem, ihr seid Deutschland, ihr seid Deutsche, ihr habt Ufer, ihr habt Denker, Dichter, Bavaria Film und ihr habt Väter und ihr habt Mütter, die im Graben für euch da waren später. Ihr seid nämlich Kinder nach 48, nach 49. 15 Jahre nach D-Day sind sogar einige geboren und machen heute den Lauten. Nein, die sind lieb und nett. Aber die 89, 99, 2000 geboren wurden, machen Ärger. Ladies and Gentlemen, alle die im Klo-Jahr geboren wurden, 00, die jetzt 16, 17 sind, 18, 19, 20, ja, also runter bis 89.
Die 79 geboren sind ja noch pflegeleicht, die sind ja lieb und nett. Aber nach 89, 99 und 2000, die sind zwischendurch nicht so nett. Die regen sich auf und wir fragen uns, hallo, ihr habt die Geschichte niemals gesehen, gehört. Ihr kennt die nur von Hörensagen. Wir, die Älteren, wir können mitreden. Und euer Captain Rex sagt jetzt, viel Spaß bei Star Wars und hier bei Ultra D, Web TV, Sondersender, NRW TV. Ihr seid TV, du bist TV. Lasst euch sehen, wir reden drüber, wer Lust hat, macht mit.